Ich mache das Radio aus. Und jetzt fängt das Video an. Da. Herzlich willkommen zu diesem Drechsel-Video. Im heutigen Video werden wir mal eine Altlast, die ich vor ein paar Jahren geschaffen habe, beseitigen. Das ist aber nur ein klitzekleiner Teil, denn heute wird es um Holzschalen gehen. Heute werden wir nämlich ganz schön viele Holzschalen mal fertig drechseln. Ich werde sie mal nehmen oder ich werde sie euch mal auf den Tisch legen, dann seht ihr, was ich meine. So, da haben wir hier ein paar. Und hier ein paar. Ich habe vor ein paar Jahren von meinem Förster mal einen ganzen Lindenbaum geschenkt bekommen, weil der im Weg gelegen hat und die ganzen Gassigänger nicht mehr in den Wald reingekommen sind. Das ganze Holz, den kompletten Baumstamm, habe ich damals zu Drechselrohlingen gedrechselt. Und da seht ihr hier mal ein paar ausgewählte Stücke. Das hier ist wirklich nur ein kleiner Teil von dem, was ich gedrechselt habe. Aber die hier liegen jetzt schon seitdem ich hier in der Werkstatt bin, im Regal. Und damit ich endlich mal wieder ein bisschen mehr Ordnung in mein Lager reinbekomme, will ich die heute alle drechseln, damit ich fertige Holzschalen habe. Macht das Sinn? Eigentlich nicht, aber es macht Spaß und ich hoffe, dass euch das interessiert. Deswegen bleibt am Video dran. Heute werden wir hier die ganzen Holzschalen mal fertig drechseln, damit wir sowas am Schluss halt eben raus haben. Und damit geht's jetzt los. Ich werde euch noch ein paar Infos geben, wie ihr so eine Holzschale behandeln könnt oder bearbeiten könnt, damit ihr sie auch richtig benutzen könnt. Sprich, dass halt später nach der ersten Wäsche immer noch glatt ist und gut ist und vor allen Dingen auch schön. Ich habe die ganzen Holzschalen hier damals mit einer Ausstechvorrichtung gedrechselt und deswegen haben wir hier im Prinzip einmal eine Schale, die aus dem Nassen ausgestochen wurde und in der Mitte, das sind keine Späne, das wurden nämlich auch Holzschalen, aber das seht ihr vielleicht ein bisschen später im Video. Und weil wir die jetzt erstmal nochmal neu einspannen müssen und da gibt es eine ganz einfache Lösung, da kann man einfach hier das Spannfutter zusammenschrauben und kann die Holzschale da dagegen drücken. Ganze mittig ausrichten. Natürlich läuft das Ganze nicht richtig rund, weil die Schale sich natürlich verzogen hat beim Trocknen. Aber das hier ist gut, da haben wir nicht wirklich viel Verlust. Und so können wir jetzt die Schale nochmal nachdrehen, dass die Form halt eben stimmt. Was ist das Geheimnis einer Schale, die nicht rau wird, nachdem man sie halt eben mal benutzt und halt vor allen Dingen auch sauber gemacht hat? Und zwar ist das Wässern, denn so können wir halt eben einfach wie bei einer Holzoberfläche, die wir auch normal ölen, die Fasern einmal aufstellen, das Ganze lassen wir trocknen und dann schleifen wir es halt eben nochmal und das verursacht halt eben, dass die Schale langfristig auch benutzbar bleibt und halt eben auch vor allen Dingen schick ist und sich dann auch schön in den Fingern anfühlt. Das lassen wir jetzt einfach trocknen, mehr ist es tatsächlich nicht. Und deswegen kann ich in der Zwischenzeit mit einer weiteren Schale weitermachen.
Als nächstes fehlt natürlich noch eine Sache, und zwar müssen wir hier unten diesen Fuß wegdrechseln. Da habe ich hier eine Vorrichtung mir gebaut und da können wir das Ganze jetzt gegenspannen. Da nutzen wir einfach den Reitstock und drücken dann mit dem unsere Schale gegen unsere selbstgemachte Aufnahme. Als nächstes kommt der schönste Teil, und zwar das Ölen. Ich zeig's euch mal. Das Öl, was ich hier benutze, verlinke ich euch übrigens mal in der Videobeschreibung. Das ist doch mega. Staubig war's. Ziemlich staubig war's, auf jeden Fall. Also die ganzen Holzschalen sind fertig gedrechselt. Ich werde mal noch ein paar holen. Hier haben wir noch ein paar. Und hier habe ich noch eine schön große Buchenholzschale. Also, ihr habt gesehen, wie es aussieht, wenn man so eine Ladung an Holzschalen mal fertig drechselt. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr staubige Angelegenheit. Also die komplette Werkstatt, ohne Witz, die ist eingelegt in so einem feinen Dunst mit Staub. Aber jetzt wisst ihr, wie das geht. Das soll es für heute gewesen sein. Im nächsten Video machen wir noch mal wieder was. Tschüss.